Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir kommen wieder zur späten Stunde sozusagen. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs und komme jetzt erst quasi nach Hause. Und dann dachte ich mir, komm, zieh noch mal durch, ne? Mach noch mal ein schönes Kaninchenvideo. Sie guckt hier wieder so ein bisschen misstrauisch, aber sie ist schon sehr, sehr zahm hier, die gute Dame. Also ich bin gespannt, wie sie den zweiten Wurf packen wird sozusagen. Von daher schauen wir einmal, ne, wie der Sachverhalt sich dann entsprechend zurechtrückeln wird. Da haben wir noch unsere dunkle Häsin da unten. Und ich bin schon ganz gespannt, wie die kleinen Kaninchenbabys hier aussehen. Hier haben wir unsere weiße Häsin, die gute Dame hier. Ja, sie will irgendwie nicht. Also sie ist nicht so begeistert von mir. Mal gucken, ganz langsam. Die will nicht. Aber nun gut, ich lasse sie mal. Ne? Bin gespannt, wie das nächste Woche, ich denke, diese Woche, dieses Wochenende werde ich nicht dazu kommen, aber nächste Woche werde ich sie mal zum Rammler packen. Und dort wollen wir mal schauen, wie der Sachverhalt sich dann hier entsprechend generieren wird. Hier haben wir Nummer 3, mein Guter. Sei gegrüßt, Nummer 3. Wie sieht's aus hier? Heu hat da gut aufgegessen. Gestern wurden sie tatsächlich von jemandem anderen gefüttert. Mein Schwiegervater war hier und der hat ihnen das Essen hier reingepackt. Da waren sie so ein bisschen verwundert, ne, dass ich es nicht war. Aber nun gut, Essen haben sie ja trotzdem bekommen. Gestern gab es Karotten hier. Gut Karotten und auch gut Trockenfutter. Der Gute hier, der Gute Nummer 3. Der lässt auch immer hier eine gute Frisur mit sich machen, ne? Er und sie sind tatsächlich sehr, sehr zahm, so wie auch Nummer 6. Ne? Auch er ist ziemlich zahm. Da haben wir sie, unsere blauen Häsinnen, unsere blauen Wiener Kaninchendamen hier. Wir wollen gleich mal gucken, was hier so Sache ist. Ne? Sei gegrüßt, du Gute. Wie sieht's hier aus? Da hat sie auch wieder so ein bisschen herumgegraben. Ich bin mal gespannt, wie das hier gleich aussieht. Ich habe heute leider nicht geschafft, die Stele sauber zu machen. Ich muss mal gucken, dass ich das morgen Abend irgendwie nochmal zwischenschiebe. Also, was ist der Plan? Ihr ahnt es schon. Ich werde gleich die Muttisperre reinmachen, Handschuhe anziehen. Na, jedes Mal dasselbe. Aber diese Abläufe sind fest, sage ich mal. Ne? Nun gut. Dann wollen wir mal anfangen. Ich habe hier die zweite Muttisperre. Zack, einmal rein hier. Dann wird das auch stressfrei für alle Beteiligten. Ne? Sie ist nur so ein bisschen verwirrt, dass sie hier nicht reinkommt zu ihrem Kindlein. Aber nun gut, es ist manchmal wie es ist. Ne? Dann werde ich mir mal den Handschuh überstülpen und ihren Geruch so ein bisschen an meine Hand ranmachen oder an den Handschuh. Und dann nehme ich euch wieder mit dazu. Es scheint, dass die Kleinen hier ein Höhlsystem gebaut haben mit Gängen und so weiter und so fort. Da hat sie irgendwie heruntergegraben. Was hat er denn für einen Auftrag hier, der Gute? Der wollte raushüpfen, habt ihr das gesehen? Wie gut, dass man hier so eine Geschichte hier hat, ne? So eine Abtrennung. Huch, ich habe mich gerade wieder erschrocken. Da war sie plötzlich an meinen Kopf dran. Denn hier bewegen sie sich tatsächlich nur in diesem kleinen Abteil hier. Sonst würden sie hier hin und her laufen, sage ich mal. Ich sag mal, in dem Alter ist es vielleicht auch gar nicht mehr so gravierend. Aber wenn sie kleiner sind, dann sehe ich das immer so als ein bisschen problematisch an, wenn sie sich aus dem Nestbereich heraus bewegt haben, dass sie tatsächlich auch noch gesäugt werden. Guckt euch die mal an hier. Die sehen doch hübsch aus, oder? Die kleinen hübschen blauen Wiener hier. Das ist ja ulkig hier. Zack, da will es wieder rein. Und das Kaninchen hier ist schon wild am Rumhüpfen hier. Guckt euch mal an hier. Die Kleine hier oder der Kleine. Ich bin schon gespannt, was es wird hier an Geschlecht. Was hat sie denn hier? Das sah fast aus wie so ein Loch, ne? Fandet ihr auch? Aber sie hatte nur so ein kleines, so einen kleinen Wirbel in der Frisur. Da ist es. Das kleine, zapplige Ding hier. Sehr schön. Das finde ich schon mal sehr gut. Irgendwas hat sie vor hier oder er. Dieses kleine Kaninchenwesen. Nun gut, also das sieht relativ gut aus. Ich nehme mal die Muttisperre hier wieder raus. Zack. So, ich denke mal nicht mehr lang. Dann lässt sich den Handschuh auch weg. Sie
versteht wahrscheinlich sowieso, dass ich hier dran war in ihrem Nest, aber ich ziehe trotzdem den Handschuh an. Ich finde das irgendwie besser. Guti, dann machen wir hier mal zu. Und dann wollen wir uns hier gleich nochmal die Kleinen angucken, aber dafür wechsle ich erstmal meinen Handschuh. So, Handschuh ist gewechselt. Kurzen Blick hier, sehen wir da schon was? Noch nicht so viel. Dann werden wir hier die adäquate Muttisperre hier reinsetzen. Sie weiß schon so ein bisschen, was passiert. Zack, ein Moment der Unachtsamkeit. Und schon schlage ich zu hier, ne? Sehr schön. So. Sie lässt das irgendwie mehr mit sich machen, obwohl sie ein bisschen bissiger ist, ne? Sie beißt mich hier gar nicht, aber sie ist doch schon eher so, dass sie dann sagt, ach komm, ich lasse das über mich ergehen. So, wie sieht's aus hier? Da haben wir sie, die Kleinen. In der kleinen Höhle hier, ehemals Höhle, ne? Zack. Ah, schöne Kaninchenbabys hier, Nummer 1. Machen wir mal Nummer 2 noch hier raus. Zack. Hier ist das zweite Kaninchenbaby. Und das dritte. Ich bin schon gespannt, wenn sie mal rausgehen hier aus dem Nestbereich. Ne? Wenn sie so ein bisschen alles erkunden werden. Das ist immer so eine witzige Zeit. Scheint, dass er hier ein bisschen fülliger ist als die anderen. Alle gut genährt. Sehen alle sehr gut aus. Dann wieder zack rein mit euch hier. Die 5 werden auch nachher alle zusammengepackt werden hier, die guten. Die packe ich alle in den Bodenbereich. Dort werden sie dann leben. Ab dem 2. Lebensmonat, sage ich mal. So, Mutti sperre hier wieder raus, damit sie sich von meiner Arbeit so ein Stück weit überzeugen kann. Ne? 1-2 Wochen werden die hier noch verweilen in diesem Stallsystem und dann gehen sie rüber in den großen, wo sie auch noch getrennt voneinander, also die 2 Familien jeweils in einem Bereich. Dort werden sie dann einen Monat mit ihrer Mutti leben, ne? Und dann gehen die kleinen Kaninchenbabys oder die Jungtiere sind es ja zu dem Zeitpunkt dann zusammen in den Bodenbereich. Bis dahin werde ich den Bodenbereich noch so ein bisschen umbauen müssen, ne? Denn da sollen ja auch noch mal eine Kotwanne rein, sage ich mal, da wo das Häuschen ist. Also das wird ein bisschen umgebaut werden. Und dann gibt es noch so das ein oder andere, was dort auch noch mal so ein bisschen verändert werden soll. Da haben wir sie, ich habe sie jetzt noch nicht getrennt. Monika hat auch gestern noch den Hinweis gegeben, dass das ja nicht so gut ist, wenn der Weiße hier so ein bisschen grobiat zu denen ist, ne? Weil die auch nicht so viele Fluchtmöglichkeiten haben. Und ich denke, ja, ich war jetzt heute sehr viel unterwegs, von daher kam ich leider nicht dazu. Morgen wird das nicht anders aussehen, aber dann werde ich die Montag trennen. Ich muss mal gucken, wie ich das dann organisiert bekomme. Ne? Eventuell würde ich dann erstmal einen von den oberen Stallsystemen hier, von dem Zweiersystem hier, das einmal abtrennen, ne, dass ich so 2 einzelne habe und dort würde ich die dann jetzt erstmal zwischenparken, sage ich mal, denn getrennt werden müssen sie ja trotzdem, ne? Der geht jetzt bald weg, also dieses Wochenende hier noch, der geht an meinen Schwiegervater und Nummer 4 und Nummer 5, die bleiben jetzt erstmal noch so ein bisschen hier. Und die würde ich dann erstmal separieren sozusagen, damit die sich hier auch nicht anfeinden oder irgendwelche Verletzungen davontragen, die dann zu vermeiden gewesen wären. Ne? Und was würde ich hier jetzt anders machen? Ich denke, wenn das soweit ist, werden wir hier nochmal verstärkt drauf kommen, aber nur so einen kleinen Überblick. Ihr seht vielleicht, da unten folgt meinem Schatten diese Kante hier. Da ist ein bisschen Luft zwischen Holz und Boden und da würde ich im Prinzip nochmal so einen kleines Stück Holz, so ein bisschen so ein Streifen noch mal ransetzen, damit da kein Dreck mehr darunter kommt. Und genauso auch hier, denn hier ist eine etwas größere Spalte und da kommt doch relativ viel Dreck. Also ich würde komplett diese jetzt einmal abbauen wollen.
die ganzen Bretter, die hier sind, einmal wegnehmen. Und dort wird dann eine Kotwanne hinkommen. Ich denke, die wird dann ungefähr, ich weiß gar nicht, war das 70, 60 oder 70 mal 100? Das muss ich nochmal ausmessen. Die kommt dann dahin und darauf wie so ein Rost sozusagen, wo dann auch der ganze Kot und so weiter hinfällt. Und hier wird dann wie so eine Schublade quasi so ein Brett sein, was man dann auch wieder rausnehmen kann und die Kotwanne dann auch von unten auch wieder rausziehen kann. Das ist jetzt erstmal so der Plan, der jetzt auch bald umgesetzt werden muss, bevor die blauen Wiener hier reinkommen. Und dann ringsherum halt diese kleine Kante, dass da Dreck nicht herumkommt. Und ich dachte mir auch vielleicht hier nochmal so ein Brett vielleicht auf diese Höhe oder sowas. Denn ihr seht selber, eine ganze Dreck, den graben sie hier heraus, ne? Obwohl das hier alles nur Sägespäne hier ist, aus diesen Katzenklos, ne? Und dann wird hier im Prinzip so eine Kante sein, auf der anderen Seite auch. Und hier werde ich dann nochmal die eine Seite winddicht machen. Die ist zwar jetzt schon winddicht, aber das ist nur angelegt. Und ich habe das jetzt mit Brettern und ihr seht hier so ein Eimer dagegen gestellt von der anderen Seite. Und das ist ja nicht, ich sag mal, die feine Art, ne? Das ist eher nur ein Provisorium und das verändere ich dann nochmal so ein Stück weit. Wenn die Kaninchen hier raus sind, hat man dann auch mehr Möglichkeiten und dann werde ich mir mal einen Tag Zeit nehmen und das hier mal alles fit machen, sozusagen. So, die graue Hesin, da ist sie, die gute Dame. Sei gegrüßt hier. Guck mal, jetzt kommt sie schon ein bisschen, sie will essen, ne? Darum ist sie auch lieb und kommt an, aber Essen gibt's gleich. Ich will jetzt erstmal nur ein kleines Video hier abdrehen auf eine höfliche Art und Weise, aber sie scheint das hier alles wegzuschieben, ne? Als sie ihre Scheinschwangerschaft hat, hatte ich vielleicht tatsächlich ein bisschen zu früh das Nest weggenommen und seitdem hat sie das hier nur hin und her geschoben, also alles liegt hier so dran, ne? Nun gut, nächste Woche ist sie fällig sozusagen, da geht sie rüber zum Rammler. Wie auch die anderen Kaninchen, das hatte ich ja gestern schon mal so ein bisschen aufgeführt. Hier ist Nummer 6, der gute Nummer 6 hier. Mein Lieber. So, dann mache ich mal zu hier. Wir wollen mal schauen, was hier noch so Sache ist, ne? Was hier so erwähnenswert ist. Die sind jetzt nur noch zu zweit hier, die kleinen Kaninchen. Haben jetzt auch ein bisschen mehr Platz. Zack. Alles schön leer gegessen hier. Sei gegrüßt hier. Die will sowieso nur wieder meine Jacke ankauen. Da haben wir das schwarze Kaninchen, die schwarze Mutti hier. Auch dafür hatte ich schon eine gewisse Bekundung der Interesse verkündet bekommen. Aber mal gucken, ob das dann soweit funktioniert. Hier sind ja nicht mehr so viele. Nur noch drei hier. Die haben jetzt relativ viel Platz. Zack. Und dann das graue Kaninchen hier. Das war zwar gestern auch noch online, aber ich habe es wieder rausgenommen, weil ich mir dachte, komm, dass die zwei vielleicht erstmal zusammen sind, ne? Denn irgendwann werde ich die Mutti hier doch herausnehmen, dass sie eventuell die nächste Runde schon drehen soll. Die sind jetzt 9,5 Wochen, fast 10. Also doch schon gut herangewachsen. Sie hat hier irgendwie einen Tropfen Wasser auf dem Kopf, oder? Ja, ich bin sehr gespannt, was da herauskommt. Ja, was ist jetzt so geplant? Ich plane tatsächlich nächste Woche am Samstag, den 14. nach Hamm zu fahren. Dort ist ja eine Kaninchenausstellung. Ich war noch nie auf einer Kaninchenausstellung, aber ich würde ganz gerne da mal hinfahren, um einfach mal zu gucken, was es da so gibt. Ich habe mir so das ein oder andere ausgesucht, was ich ganz gerne hier mit reinnehmen wollen würde. Und ich muss mal schauen, ob dort die Möglichkeit besteht, dass ich das tatsächlich auch dann käuflich erwerben kann, ne? Von daher schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Wäre für mich so das erste Mal, dass ich an so einer Messe dran teilnehme, beziehungsweise nur Besucher bin, ne? Ich gehe da nur ganz unverbindlich hin und gucke es mir an. Und vielleicht gibt es ja auch für mich noch so das ein oder andere Tierchen, das mich so ein bisschen anlächelt, ne? Was man dann auch für den eigenen Bestand hier so ein Stück weit aufnehmen kann. Ja, ich denke, wir sind jetzt wieder mal auch zu dieser späten Stunde an einem Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schreibt gerne was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.